Hallo, ich bin Helge Hansen, ich bin der Pate vom Weingut Jakob Sebastian beim 5-Euro-Haus. Das ist der Christoph, hier ist der Ralf bei mir. Und ja, wir wollten mal Hallo sagen, erzählen, was es Neues gibt. Christoph, was gibt es denn Neues hier? Ja, wir haben gestern die Weinpresse abgeholt von der Firma Böhmens und die wird jetzt general überholt. Also wir hoffen, dass wir die noch retten können und dann können wir auch wieder Weinpresse. Das wäre natürlich sehr gut, weil das eine Membranpresse ist, eine moderne Presse und das wäre natürlich super für uns, wenn die wieder ganz wäre. Also geht es voran. Ja, sehr schön. Ralf, du hast auch noch Neuigkeiten? Ja, wir haben gestern eine Heizung von Flacht von der Familie Helfenstein gespendet bekommen. Und die haben wir heute hierher transportiert, heute Morgen hier ausgeladen. Und die soll den Christoph auch wieder Wärme in sein Haus bringen, dass es hier dementsprechend weiter vorangeht. Ne? Und wie gesagt, die Treppe, mit dem habe ich gesprochen, im Obrad die letzte Woche. Das ist alles am Laufen. Du kriegst die Treppe dahin gebaut, damit du oben auf deinen Speicher kommst, von der Dachzelle mal. Ne? Ja. Sehr schön. Ja. Christoph, gibt es noch was, was du sagen möchtest? Ja, ich möchte mich bei allen Helfern bedanken. Also ich hatte so viel Hilfe, also unheimlich und ich meine, die ganzen Art war das so, aber ich möchte mich bei allen eigentlich bedanken. Kann nicht immer alles persönlich machen, aber ich denke mal, es ist auch viel Danke zu sagen und ich hoffe, dass ich dann auch irgendwann mal wieder ein bisschen zurückgeben kann ein bisschen und dass wir das hier alles wieder in Art so hinkriegen, dass wir schön wird, dass wir alle hier hinkommen können. Ich möchte auch noch ein ganz herzliches Dankeschön sagen an alle Spender beim 5-Euro-Haus. Das haben sich schon einige Leute gemeldet und ja, es geht in die richtige Richtung. Wir machen Fortschritte hier und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Vielen Dank. Und danke an die Familie Helfenstein nach Nacht für die gespendete Heizung. Der Christoph kriegt ja noch einen Anhänger gespendet von dem Udo Blöcher von der Elektrowerkstatt aus Walpertsheim. Und dann schauen wir noch, dass sein Transporter die nächste Woche nach Bernau kommt, dass der von dem Martin mit der Trockenreismaschine mal sauber gemacht wird und auseinandergelegt wird, dass man den vielleicht ein bisschen laufen kann. Aber ein weiteres Spendenauto ist ja noch im Zufluss, das kriegst du ja dann.